Willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Borderlands 2. Ich hätte fast Assassin's Creed 2 gesagt, aber das ist ja ein anderes Let's Play. Willkommen in Dr. Selbsttragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? 101, das bringt nicht mehr. 106, das bringt mehr. Ich überlege, ob wir uns das kaufen sollen. Ja, komm her damit. Und dann hier einmal verkaufen. Obwohl, warte mal. Och, so, jetzt. Bis bald, bestimmt. Noch schnell ausrüsten. Dieses Schild. Und weiter geht's. Wo müssen wir denn hin? Warte, da war noch irgendwas. Hier auch noch. Was hat das gebracht? Ach so, das scheint schon offen zu sein, so. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Ja, gut. Diese Brezeln sind eklig. Und? Wie war dein Tag, Joe? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht. Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du es weißt. Okay, bis dann. Aha. Das ist genau das, was ich wissen wollte. Oh, der war daneben. Au. Ich glaube, das könnte man durchaus verkackt nennen. Lol, wer schießt denn gerade auf die Rax? Wie sie heißen. Warum zur Hölle? Treffe ich die nie vernünftig? Der war getroffen. Der ist auch verreckt. Da hinten ist noch einer oder zwei oder so. Au. Wieso sind das so viele? Warum trifft man die denn auch nicht? Ach, der war schon tot. Okay, Himmel gesäubert. Und mit den Marodern da unten legen wir uns dann den Mut. Lol, hier ist ja noch einer. Ach, daneben. Nein! Ja, ich glaube, die haben uns gesehen. Laden wir nochmal schnell nach und dann versuchen wir mal auf Distanz die dahin zu töten. Fuck. Also der eine war gut, aber die anderen nicht so sehr. Oh, ein Psycho. Ein Psycho-Schildzwerg. Ey, das ist aber eine andere Waffe als die, die wir eben. Ich möchte nicht die da unten, ich will die dahin. Hm.
ist noch ein Level 5 Killer Marauder. Was? Da kommen ja noch mehr raus. Ah, weg hier. Toll, jetzt werden wir von zwei Seiten beschossen. Das ist natürlich auch nicht so ganz so geil. Fuck. Der war aber gut, der war gut. Jetzt? Ja, wusste ich doch. So, jetzt müssen wir mal machen wir Schildladegeschwindigkeit. Oh nein, er muss nachladen. Wir bewegen uns mal hin und her, dann treffen wir uns nicht so gut. Der hier ist aber gut. Geile Lache. Was? Keine Munition? Scheiße. Ich hoffe, da sind nicht mehr allzu viele Gegner. Warte, wir müssen mal andere Waffe auswählen. Ich hab hier, das ist die falsche. Die probieren wir doch auch mal aus. Da liegt noch was rum. Irgendwas. Ich muss es kriegen. Es ist eine Knarre. Nicht so geil, aber man kann alles verkaufen. Also. Eure Munition hätte ich gerne. Hier in diesem Seemannssack ist aber was drin. Sniper-Muni hätte ich jetzt ganz gerne. Das wäre recht geil. Weil, also mit Sniper komme ich echt gut klar. Das kann man echt nicht anders sagen. Huch. Hätte ich, glaube ich, hätte nicht hier runter gemusst. Ah. Benutze den Aufzug. Natürlich, ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu integrieren. Ja, das ist ja toll. Ach, so ein Schwarzkeks. Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Aha. Speicherpunkt. Und ich sehe schon wieder Gegner. Freue ich mich ja schon drauf jetzt. Gut, okay. Wie kommen wir da hoch? Da ist nämlich noch was, das habe ich genau gesehen. Noch ein bisschen Geld. Wie kommen wir da hoch? Oder können wir das von hier? Können wir nicht. Was ist hier drin? Noch Geld. Ich will da hoch. Eine Leiter an der Seite irgendwo? Ach, scheiß drauf. Okay, die Gegner, da werden wir nicht drum rumkommen, die zu beseitigen. Wir wessen damit. War doch gar nicht so schlecht. Da ist ein Roller. Da ist auch einer. Bleib stehen. Oh, Feuer. Fuck. Hat der eine Elementarwaffe oder was? Schnell, lad auf. Gut, dann können wir jetzt wieder ins Gefecht stürzen. Da bist du ja. Der war nice. Den habe ich nicht getroffen. Okay, da kommt jetzt ein Psycho angerannt. Komm mal her. Ah, wenn die mal auf Touren ist, dann geht die aber richtig ab. Gehen wir nochmal eben auf die hier. Weil auf Entfernung ist sie doch deutlich nicer. Nächstes Level. Okay, zwei Gegner sind auf der Map noch angezeigt. Gut. Da ist immer noch einer. Aber oben.
Hier treffe ich den nicht. Gehen wir nochmal höher. Komm schon, mit dem einen Schuss, da muss ich den jetzt einfach beseitigen. Genau so. Hat doch sehr gut funktioniert. Ha, und Schutzkiste. Voll natürlich. Noch einer. Geld. Immer gut. So, ich hoffe, hier ist jetzt keiner mehr. Hier ist noch eine Easy Hand Cannon. Ah, natürlich, ist klar. Bin ich ja mal gespannt, ob uns da tatsächlich nichts passieren wird. Aber erstmal muss ich ja mal gucken, da oben ist garantiert noch irgendwas. Ist immer so. Zum Beispiel Munition. Hä? Leere Munitionskiste? Ich glaube, das ist ein Bug. Können wir auch noch da hoch? Ich glaube nicht, dass das... Was stand da gerade? Level 3. Elektronischer Sicherungskasten. Das war auch deutlich einfacher als... durch die Tür zu rennen. Mhm. Okay, orange ist also sehr selten. Bäh. Was kam da aus dem Klo? Granate. Geh, um eine Granate zu werfen. Okay. Was haben wir denn hier? Können wir jetzt nicht einfach alles mitnehmen? Wäre es nicht eine Idee? Wie viel Platz haben wir denn noch? In unserem Rucksack. Oh, jetzt ist er voll. Gibt's hier einen, nee, das wollte ich gar nicht. Die hier. Gibt's hier irgendwo einen... Bullymox. Gerade eben auf der Karte gesehen. Was? Jetzt kommen wir noch Marauder oder was? Hä, das war gerade auch wieder so ein Bug. Teilweise ein bisschen verbuggt, das Spiel. Hä? Irgendwer trifft mich die ganze Zeit, aber der zielt gar nicht auf mich. Herausforderung gemeistert. Uah. Wir haben 4 Bullenboxen. Bring aber auch gute Erfahrung. Was? Keine Scheiße. Toll, jetzt haben wir natürlich für unsere Gatling dann keine Munition mehr. Ist natürlich sehr zweckmäßig. Also ich weiß nicht, ob das eine Gatling dann ist, aber sah für mich jetzt so aus. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir da lang gehen? Ist auf jeden Fall ein Speicherpunkt, das ist gut. Southern Shelf Bay, okay. Gut, keine Ahnung. Finde die Sicherung. Gut, finden wir die Sicherung. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein Shop oder sowas. Wäre tatsächlich nicht so schlecht. Könnten wir mal unsere schlechten Waffen loswerden. Setz die Sicherung einfach in Brewsters Schaltkasten ein. Dann kannst du den Aufzug benutzen. Gut. Brewsters Schaltkasten. Das machen wir doch auch direkt mal. Da oben ist auf jeden Fall ein Lebensshop, sehe ich gerade. Müssen wir nur hinkommen. Wie kommen wir denn da hin? Wo ist er denn? Achso, wahrscheinlich oben. Klingt logisch.
Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Sehr gut. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und kaufe einen Schild. Früher war dies ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen. Der Aufzug wirkt ja sehr sicher hier. Gut, aber hier sind wenigstens keine Gegner. Yes. Hä, wieso hatten wir denn jetzt auf einmal noch Platz in unserem... Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. 142? 142, das ist aber nice. Oh, ich hab natürlich keinen Platz. So. Welche von den beiden hier ist denn besser? Natürlich die höhere Genauigkeit. Also weg damit. Explosivschaden. Ist die Frage. Explosivschaden, die auch mal vergleichen mit hier der. Okay, die obere ist auf jeden Fall nicer dann. Oh Mann. Die hier weg. Die ist nicht so geil. Die auch nicht. Feuern erhöht die Genauigkeit. Aha. Aber hat kaum keinen Elementarschaden oder sowas. Hört so schnell wieder. Oh, die ist aber gar nicht so schlecht. Ach ne, komm hier. Weg. Weg, Reifel. Auch weg. Wir haben ja unsere Gatling Gun. Und jetzt mal sehen. Die sind sonst genau gleich. Ah, die obere ist deutlich nicer. Explosivschaden. Die untere ist besser. Feuerstöße während des Zooms. Die hat natürlich auch hohe Feuerrate. Okay, die behalten wir mal. So, ansonsten. Ja, unser Schild können wir auch verkaufen. Wir kaufen uns ja jetzt sowieso ein neues, ein geileres. Mit 142. Gut, kehre jetzt nach Liasburg zurück. Dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterbringen. Ich verarzte dich jederzeit. Ja, das ist toll. Okay, natürlich immer Tür zu machen. Sender wechseln. Ich höre das gerade gar nicht so richtig. Mach mal aus. Ein wunderschöner Tag. So, aber hier ist nichts weiter. Ah, eine Munikiste, das habe ich mir fast gedacht. Gut. Muni ist immer gut. Beschilderte Gefälligkeiten, Abschluss. Boah, realistisch, realistisch. So, ja, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und im nächsten Part gehen wir, denke ich mal, da diese, zum Beispiel den da, hier beseitigen. Oder den, oder Gastank in die Luft jagen. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.